Lass uns das mal anschauen. Sanktum des Gleichgewichts. Epische Kamerafahrt. Das ist wie so ein Illuminati-Zeichen. Was sind das immer für Geräusche? Ja, was springt denn da die ganze Zeit auf, weh? Wahrscheinlich nur der Boss, den wir gleich fertig machen. Oh, da ist schon einer. Kannst du da nicht rein? Ja, jetzt ein Boss. Also nebenbei. Oh, pass auf. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Oh, er hat was gerufen. Oh Gott. Oh, der ist... Ja. Ich kann den weiter angreifen. Was ist das denn? Flutwellen aus, oder Fleischrollen? Was war das denn? Hast du das gesehen? Ah, Daniel, der kommt direkt auf dich zu. Haben wir viel Schaden hier? Oh ja. Oh ja, wir nehmen sehr viel Schaden, wenn wir da drin sind. Ich nicht. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Ich bin mal gestorben. Sieht aus wie Mordekaiser von League of Legends. Doch ständig irgendwelche Viecher, die du schon mal gesehen hast. Der sieht aus wie der sieht aus wie Clive. Ich bin noch nicht. Dem, der sich nicht die Haare gewaschen hat. Alle hat einen Panzer. Ich kann den einfach weiter angreifen. Ja, wer ist denn der Typ überhaupt hier? Ich stirb nie. Ich bin noch nicht bereit. Siegesdrehung. Oh, ein goldenes Kriegsschwert. Legendäres Amulett. Ein legendär. Legendärer Schild. Nehmen wir mal. Oh, Schwert. Oh, so, stärker. Oh, du hast... Stand gerade, du hast Inhalte gestartet, an denen wir mitmachen müssen. Was machen wir da? Das ist jetzt unsere Rüstung. Vigo, wer hat das getan? Ich tat alles, was verlangt wurde. Der Schmerz ist jetzt fort. Kann man jetzt auch so eine Rüstung tragen? Was zum Teufel geht hier vor? Eine gerechte Strafe. Ein stärkerer Mann hätte Venards Bestechung abgelehnt. Nerill. Nerill, ist sie in Sicherheit? Ja, sie ist sicher. Unser Treffen ist kein Zufall. Ich bin gekommen, um zu helfen.
War kein Zufall, dass ich hierher gekommen bin. Ihr das für mich? Ich hätte es nie. Ging's dem nicht gerade noch gut? Warum ist er in dieser scheiß Folterkammer drin? Es ist so dunkel. Ich habe Buße getan. Glaubt ihr, es war zu spät? Nein. Ja. Nicht zu spät. Seht, das Licht ist gekommen. Um euch nach Hause zu tragen, mein Freund. Ja, ja, jetzt sehe ich es. Sie sind gekommen. Ja, die Frostläufer, die Eisläufer. Jetzt werden wir ihn essen. Oh, ein legendäres Amulett. Ja, bei mir auch. Ich habe hoffentlich gerade eins gefunden. Mit drei kann man vergleichen. Nehmen wir mal. Also oh, schlechter als meins. Wie ist das? Na gut. Was ist gerade passiert, anscheinend? Gib mir den Schlüssel zur Hölle. Ich werde nicht erneut darum bitten. Das musst du nicht. Ich hatte eine Vision, wie meiner Leiche der Schlüssel abgenommen wird. Unter dem wachsamen Blick der großen Schlange in meinem Sanktum. Wenn du auserwählt bist, wie du sagst, wird es geschehen. Okay. Es ist zu ruhig. Wo ist sie? Ich hier. Na los, komm, Lev. Ich bin noch nicht bereit. Wollen wir heute noch mit der Story fertig werden? Das Ratma. Oh, ich bin in dir drinne. Was denn jetzt schon wieder? Drin? Ja. Was hat die denn hier gemacht? Ich weiß nicht, ob du die Wahl getroffen hättest, in dieser neuen Welt an meiner Seite zu stehen. Ratma. Aber ich hätte dir den Platz dennoch freigehalten. Und nun wurde mir alles geraubt, was du hättest sein können. Gestohlen. Diese Schlüssel öffnet mehr als nur die Tore der Hölle. Eröffnet uns den Weg in die Zukunft. Eine Zukunft möglich gemacht durch dein Opfer, mein Sohn. Dieses Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Wow. Okay. Das sah ein bisschen so aus, das Ding, was sie da eingesammelt hat, sah ein bisschen so aus wie diese Dinger, die einen Sailor Moon benutzen, um sich zu verwandeln.
die Sailor Moon gesehen haben. Ja, irgendwie so weit nicht so. Da klebt kein Blut dran. Lilith ist ein Magical Girl, confirmed. Die stecken auch nicht in irgendwelchen Leuten drin. Na, wo müssen wir denn? Ja, Lilith war Sailor Saturn, confirmed. Entschlossen, ich spreche mit Neriel. Wo ist denn die? Die ist weit draußen. Okay. Zurück nach Jalesna. Du mit deinen Bällchen. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Was für Bälle? Ein Charakter hier. Irgendwie so ein Ball als Waffe. Also ja. Ich stelle mir einfach nur so vor, wie der irgendwie so ein paar Basketball-Tricks macht und irgendwie in so einen Korb springt. Das Skelette heben dich da so hoch, damit du springen kannst nach oben. Muss dann den Michael Jordan hier aus Space Jam. Ja. Gut. Was habt ihr noch? Die Lore wird immer tiefer. Nächtliche Latschen. Ich tue mal meine legendären Sachen irgendwie einlagern oder so. Ich nehm's. Da kann man ja auch irgendwie die Effekte oder irgendwie sowas rausnehmen, irgendwie sowas war da. Wieder voll spät, ich habe schon voll viele Sachen auseinandergenommen von was soll's. Ja. Na gut, dann reden wir wieder mit der Eulen, die ein paar Mutterprobleme hat. Hier wahrscheinlich kann man noch hier wieder beleben oder so. Wenn wir jetzt da hinkommen, sehen wir nur so, wie die ihre Mutter als Handpuppe so benutzt. Okay. Oh Gott. Die führt mit ihr das Pinocchio-Stück auf mich, halten keine Fehlen fest. Nur meine Tochter hält mich da. PlayStation 4, Daniel. Was kommt für die PlayStation 4? Red Dead Redemption. Okay. Der erste Teil und auch für die Switch. Die Porten darüber. Ein bisschen spät. Die Leute sind ziemlich sauer deswegen, weil das voll verarscht ist. Das ist nicht mal irgendwie remastered oder irgend sonst irgendwas. Das ist einfach nur der erste Teil von Red Dead, ey. Ja. 50 Euro oder so was. Und ich glaube, der zweite Teil ist sowieso erfolgreicher, ne? Ja. Und kommt hin. Vigo wollte, dass ihr das bekommt. Ist halt später als nicht. Also von Nintendo habe ich. Ist eigentlich überraschend. Die bringen sowieso immer alle Spieler 10 Jahre später. Er war ein guter Mann. Auf allen anderen Konsolen schon draußen, glaube PS4. War sie überhaupt hier? Habt ihr sie getroffen? Ist ein bisschen spät, so. Schon fort, als ich kam. Da ist noch mehr. Ich kann es sehen. Lilith entwendete Radmas Körper einen Schlüssel zur Hölle. Habe ich gar nicht gewusst, dass das gar nicht für PlayStation rausgekommen ist. Alles umsonst. Ja, ist das ist doch für PlayStation draußen gewesen, oder nicht? Ach, für PS3. Das ist nicht, Ja. Ja, okay, da kann sein. Genau, der ist einfach für PlayStation jetzt. Nach Hoffnung. Ich habe vergessen, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist.
Ja, der erste Teil ist älter. Aber das ist nicht mal remastered oder sowas. Das ist einfach Porten, die einfach nur rerun. Verlangen eine Menge Geld dafür. Das finden die Leute nicht witzig. Ja, kann ich mir vorstellen. Allerdings noch niemand gedacht. Könnten sie da auf der PlayStation 5 rüberholen? Warum eine Konsole, die kein Schwein mehr benutzt? Seinen Sohn Ratma zu ermorden. Und Lilith entnahm der Leiche einen Schlüssel zur Hölle. Erzählen wir gerade unsere Geschichte? Es lag an uns, das herauszufinden. Ring. Widerstand gegen Schatten, Widerstand gegen Gift. So. Oh, wir haben gar nichts Neues bekommen. Oh, Akt 1 ist abgeschlossen. Cool. Yay. Schon gefahren, wir haben gar nichts Neues bekommen. Dann können wir ja wieder Nebenquesten. Well, Akt 2. Nicht lebe wohl. Wo ist Akt 2? Ich finde da gar nicht. Hilfe wäre jetzt willkommen. Da waren wir schon mal, glaube ich. Verzeihung. Das ist immer noch voll weit weg von meiner Barbaren-Quiz. Das war nicht übel. Folgt mir. Findet Donan an der Bastion von Eldheim. Ah, Donan ist doch der, womit wir irgendwie im Stall irgendwie Pferde freischalten können. Na, lass mal gucken. Lass mal eingehen. Das ist. Wie kommt man da hin? Da müssen wir nach Menestadt. Muss ich mal Pferdchen haben. Ich war immer noch nicht diesen Code eingelöst, den ich irgendwie habe. So ein Pferd. Ja. Ich brauche ein untotes Pferd. Ich habe Augen in der Dunkelheit des Waldes gesehen, bevor ich in die Stadt kam. Mein Gott, das hört sich an, als hätte eine Bohrmaschine da im Hintergrund gehen. Große Angst. So. Ich habe Augen in der Dunkelheit des Waldes gesehen, bevor ich in die Stadt kam. Hier ist das Spiel. Wegen des Vaters. Was die Schmiede ist heiß, dass etwas bricht. Soll ich mal meinen Ring verscherbeln? Damit etwas bricht, müssten wir erstmal sterben und wir sterben nicht. Genau. Vor allem nicht ich heute. Er schon. Er nicht, ich schon. Ah, dann haben wir wieder ein Ereignis. Ah, Bären. Ich bin schon wieder da hinten. Ich habe Akt 2 gerade aktiv. Was zum? Was ist das? Also nicht. Ist das von mir? Von dem anderen Amulett? Oh, wenn ihr getroffen werdet, während ihr nicht gesund seid, bildet sich 6 Sekunden lang eine magische Blase um euch auf. Also die ganze Zeit dann, oder was? Das heißt, dieses Amulett, was wir bekommen haben von dem einen. Ah, okay, ja, ich hab das nicht ausgerüstet. Meinst du, weil ich schon vorher hatte, war besser? Ich glaube, so legendäre Sachen, die haben richtig coole Sachen. Der andere hat mir die ganze Zeit so eine Panzerung gegeben. Überlebt den Angriff. Ja, das ist ja. Finde Donan. Genau. Erstmal müssen ein paar Seelen hier schinden. Ich meine töten. Ich meine sammeln.
der hält sich die ganze Zeit, ey, stirb. Ja, war schlechter. Ich bin noch nicht bereit. Ah, komm in mein Schild. Und was ist das? Grabestab. Aber Stäbe kannst du auch nicht benutzen, oder? Manche Stäbe schon. Oh, besseres Schwert. Oder schon ein neues Gebiet, wo wir ja gerade sind. Mit neuen Sachen zum Erkunden. Neuen Quests und Dungeons. Oh, ist das romantisch. Also da hat Schwert aufgenommen, Daniel. Ja, das war besser als meins. Ich wusste es. Ich krieg immer nur das Beste. Ja, nicht wirklich. Ich bin noch nicht bereit. Oh, das ist ein Keller. Rein da. Ja, war aber schon nicht mehr lange drin. Ja. Die werden irgendwie nicht so angezeigt. Was, die Keller oder was? Ja, die werden irgendwie nicht so. Ich gehe immer auf Karte, also jetzt kann man halt nicht aufrufen, aber auf Karte und dann Belohnung ansehen. Dann hast du irgendwie so eine ganze Liste von Sachen. Also Festungen und was weiß ich. Das ist schon wieder mal. Die Bestien können dem Geruch von Blut nicht widerstehen, auch wenn es ihr eigenes ist. Ich habe genug, um einige anzulocken. Wollt ihr euch der Jagd anschließen? Klar. Der ist voll auf dich zugestimmt. Ich muss warten. Ja. Aua. Ja, Schicksal, was? Ach, das ist ein anderer. Ja, ja. Ich muss schon sagen, warum ist denn der? Hat denn der noch so viel HP? Hör auf, Elgis. Komm mal schon mein Scheiß. Und ein Grimmsteinschwert. Schicksal. Lanze namens Schicksal. Longinus. Geil. Das macht mich nicht reich, aber es hilft. Hier, das ist für euch.
Und Codex. Das ist schlechter. Legendäre Hose. Glaube ich. Ja. Meins. Mal, das ist auch schlechter. Codex. Achso, eine Waffe für dich oder was? Ne, das. Wenn man für dich zum Ausrüsten, meine ich. Ne, ist aber schlechter als was ich hab. Ich dachte, Codex so im Sinne von Lore, irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Buch oder so mit Informationen. Nee, nee, leider nicht. Ist nur so ein Ausrüstungsgegenstand für mich. Was hat denn? Ja. Waren die Schwerter und so, Daniel? Nö. Nein. Ja. Ich habe dich enttäuscht. Ich bin nicht. Ah, ich habe nur in der Entfernung gehört, wie die Viecher gestorben sind. Ich habe geballert. Ich habe das waren nur Rehe oder so. Die voll die komischen Geräusche machen immer. Daniel ist doch nur gestorben, damit ich mich nicht so schlecht fühle. Ja. Das wäre weniger peinlich. Ich muss warten. Dieser einsame Schuss einfach nur. So. Ja, waren wir ja schon mal. Hier haben wir irgendwie einen Wegpunkt gesucht, aber da war keiner. Vielleicht ja jetzt. Segen des Lichts. Wenn ihr etwas benötigt, sprecht mit dem Wachkommandanten. Segen. Frieden, geh weg. Ja, was geht? Ich bin auf der Suche nach einem Horadrim namens Stonen. Ein alter Freund schickt mich. Um diese Uhrzeit ist er sicherlich in der Bastion. Sprecht mit der Wache an der Tür. Das ist so schimmlich da rein. Grüßt euch. Wie soll ich meinen Hammer führen? Eins. Eins. Teile sinnvoll ein. Eins. Nutzt das Weiße. Was für meins? Was redest du da? Verkauf wieder nur. Ich gehe da jetzt rein. Ein guter Handel. Ah. Wo bist denn du? Ich bin noch nicht bereit. Eure Knochen verraten euch. Bald dienen sie mir. What? Er ist mit seinem Sohn oben in der großen Halle. Haltet euch kurz. Boah. Hätte die eine uns nicht auch sagen können. Nicht solange ich in der Stadt bin. Wir mussten erst mit dem Türsteher reden. Nicht mal raten, der Sohn ist tot. Wir geraten bestimmt jetzt hier in den Mörder-Mystery. Wir müssen den Fall lösen. Ich sollte mit den anderen Rittern auf dem Feld sein. Warum so eilig, mein Junge? Er stirbt auf jeden Fall, der Junge. Alten horadrischen Folianten.
Bleib hier und wir gehen sie zusammen durch. Ich kann einige mitnehmen. Lass uns lieber Bücher lesen als töten. Wir haben einen Gast. Wir haben zwei Gäste. Wir reden ich bin zwei Leute. Weiter. Benötigt ihr etwas? Ich bringe Nachricht von Lorat. Aber das ist ja rund. Ah, das ist mal ein Name aus einem anderen Leben. Ist der alte Mann nun endlich vom Berg gestiegen? Mit einer Warnung. Ein uraltes Übel zieht umher. Die Dämonin Lilith. Und woher genau wisst ihr das? Seid ihr und Lorat auf etwas gestoßen? Vielleicht hängt das mit dem zusammen, was ihr gesehen habt, Vater. Haben unsere Charaktere die eigentlich schon mal persönlich irgendwie gesehen? Ja, dazu wollte ich gerade kommen. Also, es gab einen wir haben die immer nur durch so Visionen und so gesehen bisher, ne? Vielleicht sollten wir das dort besprechen. Nicht erzählen wir denen einfach nur irgendwas. Ja. Wir sind Junkies. Die ganzen Monster und satanistischen Sachen bilden wir uns nur ein da. Ein Brechstack. Und sei vorsichtig. Bleib dicht bei den anderen Rittern der Reue. Wir sind voll die Hippies. Wir haben einfach zum Treff einen reingedübelt. Das hat alles da in der Taverne begonnen, als wir eine Party gefeiert haben. Das ist einfach nur ein sehr langes Hangover, was wir hier machen. Wir sind ohnmächtig geworden, da haben wir gekonnt, dass die uns essen wollen. Ja. In unserem Bahn haben wir die umgebracht, ey. Das ist wahrscheinlich hier voll die normale und zivilisierte Welt hier. Ja, meine Skelette sind gar keine Skelette. Die bilde ich mir nur ein. Deshalb, Daniel, deshalb sind sie so verschwommen bei dir. Ja, ja. Genau deshalb, Daniel, weil die gar nicht existieren. Das sind nur die Schatten der Vergangenheit. Oder so. Das sind alles meine abgetriebenen Kinder. Ja, ich schicke meine Skelette auf die Gegner. Mein Charakter ist nur so, ja, natürlich machst du das. Ja. Ja, du bist nicht heil, ne? Ich habe ihn erwischt, ich bin gerade aufgestiegen. Meine vier Waffen sind einfach nur irgendwie sowieso ein paar Zweige und Stöcke irgendwie, die ich mit mir rumschleppe. Ich dachte mehr so Hausmeister-Inventar. So ein Mob und so. Und ja, ja. Du bist gar kein Barbar, du bist ein Hausmeister. Deswegen habe ich so viel Equipment. Ja, so wie der von Scrubs. Eine milde Gabe für einen alten Soldaten. Wir wandeln auf den Trittmeister. Den Chess, den wir gesehen haben, ey. Die Leute spielen einfach nur mit, weißt du, weil die keinen Bock haben, uns Bekippte vom Gegenteil zu überzeugen. Ja. Euch das an. Wir sind voll die weltbekannten Junkies, die immer Scheiße lachen. Ey, habt ihr gehört? Die zwei sind schon wieder auf der Jagd nach Lilith. Die Tiere im Grasland von Gothmar sind kürzlich in eine Raserei getrieben worden. Sie zerstören unsere Runentafeln oder fressen sie sogar. Ich will die Kreaturen nicht beschuldigen. Ja, das ist bestimmt einfach nur so ein Rückwärtsgekritzel. Das spielt einfach nur mit uns, Daniel. Ja, da war so ein Typ, irgendwie unser Nachbar, so runter von meinen Rasen. Mal wir so ein paar Leute erledigen? Okay, machen wir doch gerne. Ich krieg hier gehört eine Quest. Das Gesetz hat auch schon nicht mehr voll von uns. Überall von uns sind Steckbriefe. Und wir denken, das sind irgendwie so Plakate von unseren Heldendaten. Was? Was ist jetzt passiert? Was war das? Ist ein feuriger Grizzly. Ah. Oh, okay. Gutes Timing. Mein Gott, der wird voll schon in zwei, ey. Ja, das ist ein Grimmsteinschwert. Schon wieder. Bonk. Das ist ein stiller Biss. Wir finden die ganze Zeit so Sachen und denken uns so Namen für die aus, ey.
Das ist ein plus 60 Schwert hier. Ich geb dir einfach nur so ein Toilettenpapier. Oh Gott, Daniel, wir ziehen alles in den Dreck. Alles, was uns lieb und teuer ist. Wir treten einfach die Lore hier so mit Füßen. Willkommen im Feuerbruch anwesen, Reisender. Ich bin wegen des Feuers. Was ist das für ein Name, ey? Donan gab mir die Erlaubnis, mich umzusehen. Vorfall? Mehr hat er nicht gesagt. Er muss sein Arbeitszimmer meinen. Dort ist etwas Beunruhigendes geschehen. Fußspuren an den Wänden. Daniel hat das richtige Equipment dafür, um die Fußspuren loszuwerden. Keine Ahnung. Mit seiner Mob der Auslöschung. Er hat eine Verzauberung von Stufe Wasser. Ja, warum ist ein Arbeitszimmer? Man kommt aus dem Arbeitszimmer so ein dunkler. Buch. Das Arbeitszimmer ist im Keller halt, ne? Oh nein, da ist ein Siegel am Boden. Also war nur so eine Pfütze. Irgendwie so war so ein Zeichen, dass Kinder mit Kreide gemalt haben. Mit jedem Tag rücken eure besten Zeiten weiter in die Ferne. Was wollt ihr von mir? Mit ihm geredet? Astaroth. Ja. Er ist tot. Oh, Astaroth. Astaroth kann nicht vergehen. Zumindest nicht durch euch. Was habt ihr mit ihm gemacht? Hinfort. Sagt der Name da was? Ich verweigere mich euch. Seit wann seid ihr Astaroth? So schwach? Kommt mir bekannt ich vor, aber zu alter Größe verhält. Ein bekannter Dämonennamen. Ja, ja. In Soul Calibur gab es, glaube ich, jemanden, der so hieß. Zurück, aus der ihr kommt. Hinfort, sagt ich. Kommt er auch in der Bibel vor, der Name? Naja, kann sein. Irgend so ein bekannter Name. Genauso wie Lilith. Lilith ist auch nicht ein erfundener Name für das Spiel. Ja, das kommt aus der Bibel. Mutaler Dämon, Monster oder irgendwie sowas. Monster, je nachdem. Ja, ja. Ein Signal. Daran hat ja schon Musik. Wir sind so ein Schiff geankert gerade. Ist jetzt tot? Ja, der hat sich so angehört, ne? Ja, den haben wir doch gerade gesehen. War jetzt eine Rückblende oder ist halt gerade passiert? Ja, das weiß ich zum Beispiel jetzt schon wieder nicht. Oh Gott. Okay, hier sind ein paar Gegner. Ja, auf einmal aufgetaucht. Ah, Daniel. Ich bin noch nicht bereit. Okay, die ganzen Shops sind jetzt auf einmal weg. Die ganze Stadt ist ja gerade am Kämpfen, glaube ich. Oh, mein Schild. Aha, Level up.
Rettungswache. Ein Gott, diese goldene Sachen da, ja. Oh, eigentlich kommt er nicht runter. Einmal hier fallen nur goldene Sachen zu nehmen. Kann der dicke Bauerntrampel da Zauber einsetzen? Okay. So. Oh ja, yeah. Hab ich gar nicht gesehen. Ganze goldene Brücke einsammeln. Warte mal, ich denn da wieder alles? Sie haben sich noch nie so nah an das Anwesen gewagt. Ziegenmenschen. Vielleicht wurden sie von Liliths Gegenwart angezogen. Ich sah eine Vision von ihr in eurem Arbeitszimmer. Was sagt ihr? Eine Vision? Ich verstehe nicht ganz wie, aber es ist nicht das erste Mal. Ihr steckt ja voller Überraschungen. Kein Wunder, dass ihr Lorats Aufmerksamkeit erregt habt. Nun, jetzt versteht ihr meine missliche Lage. Die Tochter des Hasses in meinem eigenen Haus. Sie muss außer sich sein, dass ich sie verstoßen habe. Ich glaube, die Szene gerade war eine Rückblende. Wer sind die anderen auf dem Gemälde an eurer Wand? Warum fragt ihr? Ich sehe Dinge. Lilith verschwand, nachdem sie sie sah. The Fane. Und Erida. Die Wache ist voll gespannt, eh, und kampfbereit. Astaroth zu töten. Ja, ja, ihr seid vielleicht auf der richtigen Spur. Ich habe mich hier widersetzt, also will sie sie vielleicht als nächstes befragen. In den Dörfern nahe der Druiden sind Ritter stationiert. Wenn Lilith sie passiert hat, müssen sie sie gesehen haben. Das kann ich hier nicht tun. So, jetzt haben wir da einen Wegpunkt. Muss man uns hier kloppen mit den Leuten. Feuerbruch anwesend. So, jetzt haben wir zum Beispiel wieder zwei Akt 2 Quests. Welche Quest ist das? Das ist Akt 3. Und eine Barbarenquest ist in der Nähe von Akt 3 schon. Ne? Boah. Das kann auch ein bisschen dauern. Das kann ich hier nicht tun. Also im Wegpunkt. Ja, ne? Beim Angriff auf das Anwesen wurden viele verletzt und unsere Heilvorräte sind beinahe aufgebraucht. Bitte. Könntet ihr nach Kerrigar reisen und Cormen, den Alchemisten, bitten, alles zu schicken, was er schicken kann. Und sagt ihm, er soll sich beeilen. Jeder Moment zählt. Ich will alles haben, bis er nichts mehr hat. Das ist der Plan. So, was haben wir alles hier in der Nähe? Eins ist direkt hier in der Nähe. Er sammelt Runentafel von Wildtieren. Jetzt sehe ich zum Beispiel deine Skelette und dein Golem komplett klar. Nur irgendwie, wenn wir draußen sind oder kämpfen sind, werden die unsichtbar. Das scheint aber neu zu sein. Vorher konntest du die gar nicht sehen. Jetzt sind sie wieder durchsichtig. Ja, das ist durch das Update. Okay. Einfach umgehauen. Ich muss warten.
stirbt einfach nicht, ey. Wir nehmen doch keinen Schaden. Ich bin noch nicht bereit. Töte 1000 Ziegenmenschen. Ziegenmenschen. Für meine Mit der Axt. Liga-Titel, fauliger Bock. Ballrock? Das war ein Ballrock, ja. Ja, was zum Morgen. Oh, legendärer Becken. Abgenutzter Überzug. Das ist schlecht. Wir sind hier irgendwie im Questgebiet, Daniel. Ja. Wir müssen irgendwie ruhen oder so einsammeln. Mit irgendwelchen Wildtieren. Hinterhalt, oh Gott. What? Eingesammelt, was blaues. Okay. Ich auch, einen rohen Saphir. Wollen wir mal die erledigen? Die Viecher? Sind doch Wildtiere. Sehr keine Wildtiere, sehr nur Skelette. Ich bin noch nicht. Oh ja, du Stück. Kaninchen, komm her. Ja, oder ist das hier? Aha. Kopf abgehakt. Ja.
nicht bereit. Schilder hoch. Grimmsteinschwert, yay. Minus 149. Eindeutig schwächer. Oh, da war eine Rundtafel. Ja, von den Bäumen oder was? Von den Ends. Oder auch nicht. Ich muss warten. Gott. Gott, ich habe eine Menge Gegner. Hier sind eine Menge Gegner. Ja, ich merke. Schild hoch. Ja, ich sage, du bist schon fast fertig. Ich muss warten. Ich wäre beinahe drauf gegangen. Rundtafel. Oh, ich brauche noch eine. Cool. Ich habe nur ein paar getriggert. Dann machen wir die eben platt. Ich muss warten. Ah, Rundtafel. Und dann mal ins Fleischhaus. Ja, 3 Punkte. Was ist denn hier schon wieder los? Stören wir gerade? Schalt hoch. Ich sehe mich gar nicht in den ganzen Chaos. Da bist du. Ja, ich sehe mich jetzt gar nicht.
hier, ey. Alles Schrott. Okay. Wieder eine gute Tat verbracht. So, hast du jetzt alle runden Tafeln hier? Ja, aktiv. Ja. Also. Ich muss mal gucken, weil. Ich weiß nicht, warum du jemanden sofort aktiv hast, ey. Bei mir ist er nie aktiv. Ja, ich tue die aktivieren. Ich nicht. Wer ist denn der Scheiß? Aufzeichnung der alten Sitten. Aufzeichnung der alten Sitten. Kehrt zum Morek zurück. Morek zurück. Ja. Liegen wir bei Geld rum. Es ist schon wieder so viel. Komm noch mehr, Daniel. Na, oh. Alla. Ah. Ah. Ich drehe mich. Ich huste und puste. Die ganzen Häuser kaputt gehen. Ich bin fast tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin, glaube ich, tot. Ich bin tot. Daniel! Du Bastard! Ich habe fünfmal auf mich eingeprügelt, während ich da betäubt war. Oh. Ich habe die ganze Zeit hier meinen Trank gemasht, aber der hat mich die ganze Zeit geprügelt. Der eine mit der großen Axt. Siehst du das hier? Ja, aber ich kann mich nicht bewegen oder so. Da schaffst du schon, kein Problem, ne? Zum Glück stirbt mein Golem nicht. Er hält einfach so viel aus. Ey. Ja. Fucking hell, ey. Ich bin der Beste, Daniel. Und so macht man das. Der eine große Typ hat die ganze Zeit nur auf mich eingeprügelt. Er versucht mich die ganze Zeit zu heilen, aber ich war irgendwie betäubt oder so. Ich sehe einfach nur so buff, duff, duff, duff. Ich sehe mal, wie mein HP immer weiter nach unten geht. Du holst mich langsam ein, Daniel, mit dem Sterben. Ja. Da kommen noch mehr Gegner, da, guck mal. Oh. Wenn da kein großer dabei ist. Oh, die da hinten kommen auch noch auf uns. Oh, der muss umzingelt. Oh, warte. Oh. Weiß ich auch nicht. Oh, was ist das hier? Ich bin noch nicht bereit. Hey, du, komm mal her. Komm mal her, du. Die Typen, die die ganze Zeit flüchten. Hey, der hält ja voll viel aus. Ja, komm eben. Ich bin noch nicht bereit. Gib uns deine Schätze. Nein, er ist zu schnell.
Oh mein Gott. Jäger Wem. Jäger Wem im Stück. Gib uns Ruhm und Ehre. Drakonischer Siegring. Konnte ich nicht aufsammeln. Wo ist er? Oh, Stück. Oh, warte. Nein, nein, nein. Meins. Okay. Armin, Alter, das denn alles freigelassen. Amulettenlecke, der muss warten. Ach, ist ja ein anderer Gegner. Ja, er hat die ganze Zeit hin und wieder so goldene Sachen hinterlassen. So auf den eingeprügelt hatten, glaube ich. Alright. So einen legendären Ring hat er bei mir hinterlassen auch. Aber es ist nicht so gut. Ja, voll. Ich muss warten. Noch irgendwas? Okay. Bin so stark, ich laufe da nur durch und er geht schon kaputt. Oh. Ich habe irgendwas gefunden. Irgendwie so ein Buch oder so. Aufzeichnung der alten Sitten. Oh, nee, das war der, die Quest, die wir gerade hatten. Ich muss warten. Wo gehst denn du hin? Ich habe ganz viele Regionen gebracht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gegenstand gefunden oder so? Ja, so ein Quest habe ich gefunden. Oh, Schlank. Cool. Sind das denn starre Schweine? Oh mein neuer Gegner. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe ein paar von. Was ist mit? Ist bei dem ja auch eine Quest? Ja. Okay. Aber irgendwie die Bücher, die ich gefunden habe gerade. Ihr habt etwas davon gefunden, Herrin Bregers Werk. Ich dachte, sie wären beim Angriff verloren gegangen. Sie war ziemlich gebildet, wisst ihr? Danke, gütiger Wanderer. Von ihrem Vermächtnis ist nicht viel übrig, aber dies wird sicherlich das Gute würdigen, das diese Familie für Skoslan getan hat. So, eigentlich kann ich nicht aufnehmen, weil ich voll bin. Grüße. Ich muss erst mal verkaufen. Warte mal, kann man nirgends verkaufen? Nein. Boah. Drüber Kristall. War gar nicht, was wir machen müssen. Hat er machen. Die Fliegen ausgepeitscht. Was geht? Ich konnte ein paar Runentafeln sammeln. Danke. Darin befinden sich zahlreiche Lehren, Gebete und Weisheiten, die von Fiakla Gea selbst überliefert wurden. Genau.
Das Leben ist eine endlose Lektion. Nein, nicht mein Leben. So viel zu lernen. Noch so viel umzulegen. Mein Leben ist ein einziger Trip. Oh, noch eine Kiste. Mein Gott.